Und dann noch. Nugget verkaufe ich. AP Plus werde ich auch verkaufen, weil das macht wahrscheinlich mehr Sinn, das zu verkaufen, als das einzusetzen. Jo, gut. Dann gehe ich noch schnell zum Markt. Schnell. Ja, das ist schnell. Kopf und mein ganzer Scheiß. So, den. Das AP Plus. Wie null. Warum denn null? Doof oder was? Ja, dann benutze ich das gerade. Wenn der mir dafür nichts geben will. Idiot. Christoph. Blut. So. Spacken, ey. Undankbares Pack. Okay, dann geht es jetzt weiter zu Team Rocket-Gedöns. Wir haben jetzt zwei Stockwerke, glaube ich, schon fertig. Schon in Anführungszeichen, von vier. Das heißt die Hälfte. Allerdings... glaube ich, dass die immer größer werden. So, wo sind wir denn hier? Ach, noch ein Rätsel. Rätsel! Krieg ich mal gerade aus dem Rum. Okay, gut. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. War ich so laut? Wie viel hast du denn? Zwei, das ist gut. Ein Macholo. Oder Macholo. Whatever. Kampf gegen Kampf. Na? Dann mache ich jetzt auch mal Fußkick. Ich kann das auch. Der erreicht Level 26. Was für ein Level ist eigentlich Pikachu? Also Dennis. Weiß das gar nicht. Oh. Macholo ist ausgewichen. Das heißt also, wenn er nicht ausgewichen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich gekillt. War's verloren? Ja. Da ist auf jeden Fall ein Item. Und da ist noch ein Item. TM10. Ich möchte nicht mit dir reden. Mann. Weil ihr so viel Scheiße verteilt, ne? Kann man TMs eigentlich verkaufen? So. Gehen wir erstmal nach links. So, da sind wir schon mal bei dem Item. Das ist doch gut. Ein Sonderbonbon. Okay. Okay, das macht hier so keinen Sinn. Und auf jeden Fall nach links. So, und jetzt nicht nach unten, sondern den mittleren, zu den oberen.
Das geht ja alles noch. Ich habe mir das irgendwie schwerer vorgestellt, weil ich stelle mich bei so Sachen immer sehr dumm an. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten. Raus? Hat er ein Wort gefehlt? 3 Stück. Ein Radfratz. Okay. Dann machen wir hier nochmal... Nein, nicht Kratzer. Da war mein Daumen wieder zu schnell. Fußkick soll er da machen. Mensch, Dave, was fällt dir ein? Du. Dennis und ich, wir waren übrigens bei uns in der Nähe im Wildpark. Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Nee? Nein, habe ich noch nicht erzählt. Und, da haben wir Tierchen geguckt. Und zwar haben wir gesehen, jetzt muss ich aufzählen, die haben da nicht wirklich viele Tiere. Es sind halt nur so ein paar. Und zwar waren das, ich weiß nicht, ob das Büffel waren oder also auf jeden Fall so büffelmäßig waren das. Dann war da irgend so ein Vogel, Papageienvieh, also irgendwas, was nachgesprochen hat. Dann waren da Ziegen, Schafe, Alpakas, Lamas, Strauß, war einer, glaube ich, da, Häschen, Waschbären, Rehe, Wildschweine. Ich glaube, das war's. Und die Wildschweine hatten Frischlinge, waren recht zickig, würde ich mal sagen. Aber das ist ja oft so, wenn die... Oh Gott, wie heißen die weiblichen Wildschweine? Sau? Säue? Wenn die Jungtiere haben, dass sie dann sehr aggressiv sind. Aber das waren, glaube ich, Männchen, die da aggressiv waren. War halt Revierverhalten von wegen, nee, das ist mein Futter. Ja. Und wir haben uns halt 2 Päckchen Futter gekauft. Wir haben erst nur 1 gekauft. Und haben dann aber noch ein 2. näher gekauft, weil das so viel Spaß macht, die Ziegen und Schäfchen zu füttern. Und ich hasse... Also ich finde Lamas und Alpakas irgendwie doof. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber weiß ich nicht. Die sind mir irgendwie so zickig, sind die. Ich mag die nicht so. Oh, guten Tag. TM2 hält. Alter, was finde ich denn hier alles? Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Natürlich. Ja, und die Ziegen, ich meine, das wären Ziegen gewesen, da waren auch nur 2 ganz kleine Mini-Pupsi-Ziegis. Die waren so süß. Und leider war dieses Streichelgehege nicht offen. Da waren sowieso nur so Riesenteile drin, also so Riesenziegen. Aber ich denke mal, dass wenn die kleinen Ziegen irgendwie noch ein bisschen größer werden, also weiß ich nicht, noch so einen Monat oder so oder 2 Monate, dann kommen die in das Streichelgehege rein. Und dann wird gestreichelt, bis der Arzt kommt da. Könnt ihr aber glauben. Das Schöne ist halt, dass der keinen Eintritt verlangt. Also man muss keinen Eintritt zahlen. Das Futter ist auch nicht so teuer. Da kostet so ein Päckchen 2 Euro. Von daher finde ich das ganz cool. Da kann man auch schon mal Futter kaufen. Ich glaube, das war... Also es war das erste Mal, dass ich selbst Futter gekauft habe. Ich glaube, damals, als ich da öfters mit meinen Eltern war, haben wir da vielleicht einmal oder zweimal Futter gekauft. Wir waren da früher schon ziemlich oft. Wir sind ja auch dick genug, ne? So. Also auf jeden Fall die Alpakas,
Und die, das Lama und der Strauß, die haben nichts von mir bekommen, weil ich die nicht mag. Die sind so eingebildet. Die laufen immer so hochnäsig da rum und dann denken die, sie wären irgendwie der Geilste auf der Welt. Der Strauß, der schnappt immer nach einem und die anderen beiden Viecher, die spucken immer rum. Macht man doch nicht. Habe ich Raserei angewählt? Das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich hier am Quatschen. Am Quatschen wie so eine Blöde. Und drück hier irgendwas. Aber ich habe besiegt. Das ist schön. Oh nein! Ah, guck mal. Da hat er einen Schlüssel. Liftöffner. Nice. Aber ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Okay, da ist der. Der sieht mir sehr nach dem Boss von Team Rocket aus. Okay, und da ist auch der Lift. Alles klar. Gut. Gehen wir hier wieder nach oben. Nach innen. Geht's hier noch irgendwie nach unten oder war das hier alles? Das ist alles. Okay, da müssen wir jetzt mit dem Lift düsen. Der war eine Etage höher. Oder was war denn hier ganz links? War da noch eine Treppe? Nee. Ja gut. Dann düsen wir jetzt mit dem Lift. Oh. Das wollte ich gar nicht. Oh, es dauert so lange, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Weg überhaupt noch mal hinkriege. Der da auf jeden Fall. Der untere. Ja, der obere hätte es auch getan, sehe ich gerade. Na, egal. Ah. So. Der obere. So. Sehr schön. War doch hier irgendwo. Ja, da ist er. Viertes UG. Dün, dün. Ja, da sind wir noch da. Kein Schritt weiter. Zwei Weibers. Du hast uns am Mondberg ganz schön gedemütigt, aber Rache ist süß, du Rotznase. Oder ist das jetzt wirklich Team Rocket Jesse James? Miauts, genau. Oh, yo. Tatsache. Oh, komm, fackeln wir es einfach mal an. Gucken, was bei rauskommt. Nicht so geil, aber Smogon brennt. Das ist schön. Machen wir nochmal Raserei. Wow. Nein. Bitte nicht nochmal angreifen, das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Hör auf, Christoph. Oh, vergiftet. Nee, doch nicht.